CDU-CSU-Fraktion das Wort. Herr Kollegin Werner, also ein Teilhabegesetz beerdigen, bevor es parlamentarisch beraten wurde, das ist ein bisschen arg flott. Ich denke, dass wir den Referentenentwurf jetzt haben, dass er eingebracht werden wird und dass wir dann auch im Parlament eine gute Entwicklung mit diesem Teilhabegesetz antreiben werden, was Sie zusammen geschrieben haben vor einem Jahr in Ihrem Antrag. Das ist ein Sammelsurium von mehr oder weniger guten oder auch weniger guten Ideen. Wichtig ist aber, dass man nicht nur Ideen sammelt, sondern dass man konkrete Gesetzentwürfe und auch konkrete Aktivitäten im Parlament und in der Bundesregierung beschließt. Wir haben derzeit 1,3 Millionen anerkannt schwerbehinderte Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das ist der größte Anteil der Menschen, die betroffen sind. Die sind auf dem ersten Arbeitsmarkt dann auch tätig. Wir haben 300.000 Menschen, die in Werkstätten arbeiten, die wesentlich behindert sind. Und wir haben auch in den letzten Jahren einen Aufwuchs an beschäftigten Menschen, die anerkannt schwerbehindert sind, auf dem ersten Arbeitsmarkt. Aber aufgrund der Demografie steigt eben auch die Zahl derer, die eine solche Behinderung vorweisen. Und wenn sie arbeitslos werden, und das ist etwas, was wir ja noch miteinander anschieben müssen, dann ist eben das Problem doppelt so schwierig, sie in den Arbeitsprozess wieder zu bekommen. Arbeit ist der Schlüssel für gelungene Teilhabe. Und wir wollen den Paradigmenwechsel miteinander. Das heißt, die UN-Behindertenrechtskonvention schaut eben nicht mehr auf die Defizite, sondern auf die Potenziale, die die Menschen mitbringen. Und Unternehmen, die das Potenzial der Menschen nicht nutzen, die behindern. Und die behindern nicht nur die Menschen, die betroffen sind, die behindern auch ihren eigenen wirtschaftlichen Erfolg. Wir müssen nicht mehr betteln. Bitte stellt doch ein. Wir müssen den Unternehmern sagen, wenn ihr nicht die Gelegenheiten nutzt, auch die Förderinstrumente und diese motivierten Menschen einstellt, dann behindert ihr euer eigenes Unternehmen und eben auch die Vorsorge, dass man gutes Arbeitnehmerpotenzial frühzeitig dann auch in die Unternehmen einstellt. Das ist das Entscheidende und das ist auch im Sinne der Behindertenrechtskonvention der UN. Wichtig ist, dass wir die Informationen stärker an die Wirtschaft, an die Unternehmen herantragen. Wichtig ist, dass wir gute Beispiele erzählen, gute Geschichten erzählen. Dass diejenigen, die eben noch keine Erfahrung gemacht haben in den Unternehmen, dass sie von den Unternehmen, die bereits seit Jahren aktiv sind und auch Inklusion leben, dass sie positive Geschichten bekommen und dass man auch durch diese Beispiele merkt, dass hier ein Potenzial ist, das in die Unternehmen einzustellen ist. Wir haben eines der zentralen Themen derzeit, die wir auch mit dem Teilhabegesetz angehen müssen. 60% der Zugänge in Werkstätten kommen vom ersten Arbeitsmarkt. Das sind Menschen, die eine psychische Erkrankung, dann später eine psychische Behinderung erhalten haben. Das sind jährlich 13.000 Zugänge in Werkstätten von psychisch behinderten Arbeitnehmern aus den Unternehmen vom ersten Arbeitsmarkt. Und da ist die eigentliche Kostendynamik auch bei der Eingliederungshilfe, auch in der Frage der Teilhabe, dass hier allein hierdurch, durch die 13.000 zusätzlichen Werkstattplätze von psychisch behinderten Arbeitnehmern vom ersten Arbeitsmarkt, eine Steigerung von jährlich etwa 300 Millionen Euro in der Eingliederungshilfe stattfindet. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Schwerbehindertenvertretungen stärken. Und das, was die Schwerbehindertenvertretungen uns immer wieder sagen, was wir brauchen, ist mehr Zeit. Das bedeutet in der Konsequenz mehr Freistellungen, damit wir nach chronischen Erkrankungen auch wieder Eingliederungsmanagement in den Unternehmen organisieren können, damit wir Frühwarnsysteme in den Betrieben, Verwaltungen haben, betriebliche Gesundheitsprävention anschieben können, damit wir das Potenzial der Unternehmen in den Unternehmen halten. Und da sind Schwerbehindertenvertretungen keine Belastung, sie sind eine Entlastung der Unternehmen und der Gesellschaft, weil sie das wichtigste Kapital stärken, nämlich die Menschen im Unternehmen. Werkstätten bleiben wichtig, aber sie müssen sich wandeln, sie müssen sich verändern. Es gibt interessante Konzepte im Saarland, die virtuellen Werkstätten. Es gibt auch verstärkt Ausgliederungen aus den Werkstätten durch Integrationsfirmen, die wir auch verstärkt mit einem 150-Millionen-Förderprogramm ausgründen wollen. Wir hatten aber auch ein Problem, beispielsweise, dass im Land Niedersachsen viele Werkstätten das Problem hatten, dass die Umsatzsteuerermäßigung
nur noch berechnet wurde von den Finanzämtern für die Produkte und nicht mehr für die personellen Dienstleistungen. Mit der Konsequenz, dass dort, wo Werkstätten besonders kreativ rausgehen, in die Betriebe hinein und dort eben auch Wahlfreiheit und Möglichkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt entwickeln, dass die steuerlich bestraft wurden. Ich danke unserem Bundesfinanzministerium, auch Herrn Schäuble, dass er gemeinsam mit den Finanzministern der Bundesländer diese falsche Steuerpolitik beendet hat und durch eine entsprechende Neuformulierung des Anwendungserlasses dafür sorgt, dass eben nicht nur Produkte aus den Werkstätten, sondern auch personelle Unterstützungen, auch personelle Dienstleistungen auf dem ersten Arbeitsmarkt steuerlich entsprechend positiv bewertet werden und nicht diskriminiert werden. Die 850 Integrationsunternehmen, das sind Lotsenboote auf dem ersten Arbeitsmarkt. Sie zeigen, das sind Druckereien, Hotels, Gaststättengewerbe, das sind Gartenbaubetriebe, das ist ein Durchschnitt aller Unternehmen in unserer Wirtschaft, wie man auch mit einer Quote von 25% wesentlich behinderter Menschen trotzdem wirtschaftlich arbeiten kann. Sie haben in der Regel eine geringere Insolvenzrate als in der übrigen Wirtschaft. Es gibt natürlich einen Minderleistungsausgleich durch einen Lohnkostenzuschuss, den wir über das Budget für Arbeit, das mit dem Teilhabegesetz dann auch debattiert wird, dann auch dauerhaft gewähren wollen. Und wir sehen dies auch als die positiven Geschichten, mit denen andere Unternehmen auch schauen können, dass sie verstärkt wesentlich oder auch anerkannt schwerbehinderte Menschen einstellen oder sie auch länger und weiter beschäftigen. Wir brauchen, was diese Integrationsunternehmen angeht, eine Weiterentwicklung, nicht nur quantitativ, sondern wir wollen sie auch qualitativ zu Inklusionsunternehmen weiterentwickeln. Dazu gehört beispielsweise eine präventive Öffnung dieser Unternehmen für psychisch erkrankte Arbeitnehmer ohne eine anerkannte Schwerbehinderung, damit wir nicht erst, wenn entsprechend dann die Analyse da ist, tätig werden, sondern im Vorfeld tätig werden und sie dann auch erst gar nicht in die Werkstätten kommen, sondern über die Integrationsunternehmen eine Perspektive auf dem ersten Arbeitsmarkt erhalten. Wir wollen letztendlich auch Arbeitszeitmodelle entwickeln und fördern, die eben kurzteilig sind, dass man auch mit 12 Stunden die Woche für psychisch erkrankte Arbeitnehmer Arbeitshinzuverdienstmöglichkeiten entwickeln können, sodass man sich langsam, sich stärkend auch wieder auf den üblichen ersten Arbeitsmarkt weiterentwickeln kann. Und wir wollen den Ausbildungsort Integrationsunternehmen stärken, damit eben nicht der klassische Weg aus der Förderschule in die Werkstatt eingeschlagen wird für viele junge Menschen, sondern auch über assistierte Ausbildung, auch über begleitete Ausbildung und vernetzte Ausbildung in den Integrationsunternehmen Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche, junge Menschen verstärkt geschaffen werden. Dafür gibt es dann Arbeitsassistenz oder Jobcoach, die wir mitfinanzieren. Aber eine Idee, die wir miteinander auch als Beauftragte der Fraktionen für Menschen mit Behinderung in Österreich aufgenommen haben. Ich fand spannend das Mentorenprogramm, dass dort eben auch in den Betrieben nicht nur die Assistenz mit dem Arbeitnehmer von außen reinkommt, sondern dass auch im Unternehmen ein Mentor ist, der sich um den Arbeitnehmer, der neu im Unternehmen ist, mit Handicap kümmert. Und der auch seine Belegschaft kennt, der auch die Abläufe kennt und der ihm zur Seite steht. Dass man auch diese konkrete Unterstützung im Unternehmen durch ein solches Mentorenprogramm von Österreich lernen kann und auch ein Stück weit hier mit umsetzen sollte, ist sicher ein Ergebnis, das wir noch miteinander im Laufe der Prozesse der nächsten Debatten, die wir jetzt haben werden, über die Schwerbehindertenvertretungen, über das Bundesteilhabegesetz, das wir auch gerne miteinander aufnehmen sollten. Also die Stärkung der Schwerbehindertenvertretung, Integrationsunternehmen verdoppeln, qualitativ weiterentwickeln, die Durchlässigkeit der Werkstätten und ein Budget für Arbeit als dauerhafter Zuschuss auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das sind alles gute Dinge. Und das, was in dem linken Antrag gut ist, das machen wir. Und das, was wir nicht machen, das ist nicht gut. Ich freue mich auf die weitere Debatte. Vielen Dank. Als nächstes hat jetzt Corinna Röfer, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort.